Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es in der Hyperliga ein neues Pokémon und zwar. Genesect. Ja. Frisch gefangen vor ein paar Stunden. Genesect, Lucario und Kyogre. Das Lucario habe ich Deoxys Raids genannt, weil ich sagen wir mal als Kumpel hatte. Während Deoxys in den Raids war. So mit den Einladungen und so. Ihr wisst schon. Also. Starten wir mal rein. So, Deoxys, ich weiß nicht. Deoxys ist was, glaube ich, eher für die Superliga als für die Hyperliga. Und wenn die Superliga wieder da ist, dann gibt es ein bisschen die Deoxys-Videos von mir. Giratina. Okay. Ja, gut. Gehen wir mal auf Kreuzschere? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich das Team auch noch umstellen. Aber Genesect bleibt drin. Und ich verfehl einfach mal direkt. Ja, den Kampf habe ich schon verloren. Also. Ich könnte vielleicht Lucario, also das Shiny Lucario, könnte ich vielleicht durch ein Togekiss einsetzen. Ersetzen, meine ich. Ja, also ich werde dann Togekiss gegen Lucario einsetzen. Weil gegen wen ist Lucario bitte? Gegen Kampf-Pokémon? Okay, aber dann nimmt er auch ziemlich viel Schaden. Drachenklaue. Resistieren wir eigentlich? Eigentlich resistieren wir die Attacke. Aber okay, na gut. Vielleicht hält ja unser Pokémon einfach nichts aus. Kann ja auch sein. Nein. Kommt, wir schillen. Keine Ahnung warum, aber wir schillen einfach. So. Bam. Kreuzschere, ich glaube, wir kommen zu keiner weiteren Kreuzschere mehr. Aber okay. Wenn man sich so anschaut, das Giratina, das hat noch... Oh, das konnte uns noch runterfahren. Ich glaube, wir haben verloren. Also, das ist ziemlich offensichtlich, dass wir verloren haben. Wir haben nicht nachgedacht. Stimmt. Wenn ein Drache kommt, der nimmt uns komplett auseinander. Deswegen ersetzen wir dich mal durch. Muss ich gar nicht so weit scrollen. Togekiss. Mal sehen. Weil gegen Genesect kommt wahrscheinlich irgendwie so ein Feuer-Pokémon rein. Ich wechsle dann sofort auf Kyogre rüber. Falls irgendein Drache reinkommt, auf Togekiss. Ich fürchte, Gardados. Was habe ich gegen dich? Bitte hab nicht Kaskade. Ja, du hast Feuer-Odem. So. Weil Kaskade macht einfach so viel Schaden. Wirklich. Zu viel Schaden für diese Welt. Ist irgendwie gefühlt, macht irgendwie genauso viel Schaden wie Charm, oder? Ja, doch. Apropos Charm. Keine Ahnung, was ich da gerade mache. Ja. Nassschweif wird schon Schaden. Viel Schaden machen. Wind. Nein! Ich schieße eine Windhose. Okay, aber wer rechnet auch bitte mit einem Stolos? Mit einem Stolos! Richtig, niemand. Okay. Stolos ist ein. Ja, nice, da schildest du auch noch. Ich hasse dich. Du bist echt. Oh. Eigentlich keine Ahnung, warum du da noch die Attacke einsetzt, aber okay. Hab nichts dagegen. Ah ja, Kyogre. Komm, warm und warm und warm und warm und warm. Komm, du kommst jetzt nicht zu deinem Rambos. Ich weiß eben. Voll so. Wie ein verrückter Professor vielleicht? Kann sein. Aber ja. Surfer. So. Oh, macht schon viel Schaden. Ich mach eine Kaskade. Surfer. Ja. Jetzt kann ich. Was ist denn da los? Das ist auch manchmal so ein. Mein Handy denkt irgendwie, ich mache einen Screenshot. Keine Ahnung. Wenn diese blauen Dinge stehen. Okay.
Noch ein Server? Nein. Okay, aber ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild. Und wie ich mein Glück kenne, kriegt das gegnerische Sherox einfach direkt mit Nachthieb den Boost. Kommt. Gesagt. Getan. Nein, ich habe verloren. Weil ich glaube, ich werde nicht mal den überleben. Das ist ein Nachhieb. Eben. Ach komm. Das ist halt echt so nervig. Ich komme erstens nicht zu der Attacke bei Kyogre. Und zweitens kriegt das Sherox einfach mit der... Alter, was tippe ich eben auf Premiere? Und das Sherox kriegt einfach den Boost. Ernsthaft? Okay. Balljung. 5, 5, 5, 5. Mal sehen. Genesect. Viridium, ach du. Viridium. Okay, also, da es Typ Pflanze sind, sollten wir eigentlich mehr Schaden machen. Kurz, so gedacht, so, woher kommen nochmal die Käferbubbles? Bubble die Bubbles. Schilder. Ja, drückt zu Creep. Oh, ich glaube, ich weiß, was der Kerl spielt. Der spielt doch dieses eine Team. Dieses Viridium? Was kommt nach Viridium? Keine Ahnung. Aber das ist ja schon voll alt. Das war irgendwie vor ein paar Monaten. Was? Gut. Aber jetzt nicht mehr. So, okay. Schildert er nicht. Oh, ich weiß, was der damit... Der macht jetzt nämlich Nahkampf. Das weiß ich. Nee, der macht jetzt nicht Nahkampf. Der macht jetzt eine ganz normale Laubklinge. Eben. Aber Genesect hält einfach so wenig aus. Das kann ich nicht wirklich riskieren. So, da. Hältst du das? Nein, hältst du nicht. Und. Nein. Aber jetzt ist es Nahkampf. Jetzt eben. Jetzt kann man gegen Genesect schön Tschüss sagen. Ich habe die Führung verloren plus Schildvorteil verloren. Also, naja. Bis jetzt konnte Genesect nicht wirklich strahlen, sich zeigen, was der Kerl so kann. Aber ja. Oh, der hat jetzt Rambos. Der hat jetzt doch so safe einfach Rambos. Oh, Body Slam. Eros. Ach. Aber ja, ich glaube, das ist sogar dieses Viridium-Team. Ich meine, warum sollte man dann... Das ist irgendwie die einzige Verwendmöglichkeit für Viridium. In dem Team. Also in PvP halt. Wenn der Arena auch nicht wirklich. Weil ein Viridium... Das hat ziemlich schlechte Attacken. Also wenn zum Beispiel so ein Karadonis. Ein Karadonis ist schon ein gutes Kampf-Pokémon, aber es hat halt nicht die richtigen Attacken, wenn es Konter kriegt, wenn es Kreuzi kriegt. Dann könnte es vielleicht sogar... Ja, okay, alles klar, ich bin raus. Genesect. Was bist denn du so schlecht? Weil es liegt halt sehr an Genesect. Weil die Führung... Warum spielen wir es eigentlich in der Führung? Kamerun 8. Okay. Okay, okay. So. Dalam, Gardas. Eben, wenn wir Togekiss in der Führung spielen, hätten wir schon viel, viel mehr gewonnen. Aha, okay. Alles klar. Keine Ahnung, warum der jetzt gerade instant rausgegangen ist. Wahrscheinlich, weil er dachte, oh, Genesect, dieses Pokémon gibt's doch noch gar nicht. Oder was ist das für ein Pokémon? Das ist bestimmt ein Hacker, der sich erhackt hat. Ich weiß nicht, kann man sich eigentlich Pokémon überhaupt erhacken? Gibt's sowas, so einen Begriff schon? Moment mal, Baby Yoda. Bist du nicht dieser Baby Yoda, der auch PvP-Videos macht? Also melde dich in den Kommentaren, falls du es bist.
Palkia, ulala. Weil ich glaube, der Baby Yoda? Ich weiß nicht. Hat sich noch irgendwer so genannt? Baby Yoda? Okay. Egal. Wir machen eine Kreuzschere und gehen auf Double Kills rüber. Juhu! Alter, macht das wie Schaden. Da tut einem das Palkia schon fast leid. Oh, Gift. Oh, Moment mal. Slimog ist der ultimative Togekiss-Counter, weil der hat ja auch einen Donnerschlag. Oder? Also entweder ich bin jetzt so der voll 100.000 IQ oder ich stehe komplett im Schlauch. Du hast doch Donnerschlag, oder? Das ist bestimmt Donnerschlag. Oh, Säurespeicher, also diese Attacke. Weil man sie meistens schildert. Okay, ich glaube, wäre es eine andere Attacke, wäre ich einfach direkt gestorben. Genesect. Come on, zeig, was du drauf hast. Das kann Donnerschlag sein. Man muss bei... Tschüss. Instant rübergehen. Ah, komm. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und wenn das jetzt ein Donnerschlag ist, den ich nicht schilde, dann... Ja, okay, gut. Gut. Nee, nicht gut, weil meine Verteidigung jetzt verdammt schwach ist. Beziehungsweise... Ich habe... Okay, ich vergesse einfach, wie der stärkste Feuerangreifer im Spiel heißt. Nice. Reshiram. Ein Surfer macht einfach mal so die Hälfte von seinem Leben. Ich weiß nicht, wie du da... Ich bin einfach nur leise. Ich... Wirklich. Hey, dieses Overtapping. Ach, ja. Ich hasse Overtapping. So, weg. 2-3, oder? Ja, 2-3. Eigentlich nur 1-4, weil den Einkampf, den haben wir nicht wirklich gewonnen. Da ist einfach der Kerl rausgegangen. Ne, sofort hin. Yay. Wie ihr seht, wird's in dieser Season nix, glaube ich, mit Rang 10. Aber ich werde halt Pokémon versuchen. Einfach verschiedene Pokémon probieren. Und ja, ich würde mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!